Schnell. Nachhaltig. Komfortabel. So stellen wir uns das Transportmittel der Zukunft vor. Dieses Transportmittel hat seit dem White Paper von Elon Musk im Jahr 2013 einen Namen: Hyperloop. Zahlreiche Firmen wie auch Studententeams forschen und entwickeln seither am Konzept Hyperloop. Es vereint die besten Eigenschaften aller bisherig bekannten Transportsysteme. Indem der gesamte Antrieb ohne bewegliche Teile auskommt, unterbietet es die Preisgünstigkeit eines Autos. Der komplett elektrische Antrieb übertrifft damit oder erreicht zumindest die Nachhaltigkeit eines Zuges. Das Fortbewegen im Vakuum verhindert jeglichen Luftwiderstand und ermöglicht es damit, die Geschwindigkeit von Flugzeugen sogar noch zu überbieten. Ein Röhrennetzwerk soll dabei die größten Städte verbinden. Die Röhre ermöglicht die Fortbewegung ohne Luftwiderstand und damit weniger Energieverbrauch. Zudem ist es nicht witterungsabhängig. Durch internationale Zusammenarbeit kann sich das Netzwerk global verbreiten. Somit kann man ohne Umsteigen komfortabel ans Ziel gelangen. Mit seinen Verbesserungen wird es sowohl den Personentransport als auch den Frachttransport komplett revolutionieren. Es wird möglich, in Zürich zu wohnen und in Paris zu arbeiten. Und das mit einem Arbeitsweg von nur 30 Minuten. So stellen wir uns die Zukunft vor. Starting in 5, 4, 3, 2, 1, go! Hey! Engineer the Future. Dieses Team hat sich genau das zum Ziel gesetzt: die Entwicklung eines Hyperloop-Pods. Mit Engagement und Herzblut wurden in dieser Zeit viele Meilensteine erreicht und unzählige Probleme gelöst. Damit hat das Fokus-Team diese Vision in Realität umgesetzt und einen kompletten Pod selbst entwickelt, gebaut und zum Schweben gebracht. Er wiegt 153 Kilogramm und ist über 2 Meter lang. Der Pod bewegt sich auf einer Schiene fort, welche aufgrund ihrer Form auch I-Beam genannt wird. Dies ist das einzige Interface, welches der Pod sowohl zum Fahren als auch zum Schweben benötigt. Der lineare Induktionsmotor ermöglicht es uns, gleichzeitig zu schweben und in Vorwärtsrichtung zu beschleunigen. Das Prinzip ist dabei folgendermaßen: Der Pod zieht sich der Schiene entlang vorwärts, wie an einem Seil. Dank den elektromagnetischen Feldern ist dies möglich, ohne dass er die Schiene berührt.
Um das Magnetfeld zu generieren, besteht der Motor aus einem magnetisch optimierten Eisenkern mit Zähnen. Um diese Zähne herum werden Kupferspulen gewickelt. Für unseren Motor wurden dafür Kupferkabel in der Länge von mehr als einem halben Kilometer Gesamtlänge benutzt. Mit der Leistung des Motors können wir gleich schnell beschleunigen wie ein Sportauto. Das Fahrwerk dient der Stabilität des Pods. Es stellt sicher, dass der Pod jederzeit korrekt ausbalanciert wird, auch wenn er stillsteht. Zudem beschützt er den Pod vor allfälligen Unebenheiten auf dem Track. Er hilft dem linearen Induktionsmotor, eine optimale Anfangsposition zu erreichen, damit die Fahrt reibungslos von sich gehen kann. Durch eine adaptive Bauweise lässt sich das Fahrwerk modifizieren und dadurch die Freiheitsgrade des Pods unterschiedlich einschränken. So ist es möglich, das freie Schweben zu optimieren. Durch innovativen Leichtbau weist das Fahrwerk ein Gesamtgewicht von gerade einmal einer Ente auf. Um den Motor zu regeln, wurde ein Inverter entwickelt. In unzähligen Arbeitsstunden sind dazu über 2000 Bauteile von Hand verlötet worden. Der Inverter wandelt die Gleichspannung der Batterien in eine Wechselspannung für den linearen Induktionsmotor um. Mit 150 Ampere Ausgangsstrom, das ist 10-mal mehr als aus Ihrer Steckdose, sorgt er dafür, dass der Motor stets sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Mittels eines eigens entwickelten Controllers ist es außerdem möglich, den Strom durch die einzelnen Teile des Motors unterschiedlich zu regeln. Damit lässt sich der gesamte Pod in seinem Schwebezustand aktiv stabilisieren. Die Bremse funktioniert mit Druckluft und ermöglicht es, den Pod innerhalb von 6 Metern von 50 km pro Stunde zum Stillstand zu bringen. Das ist ca. ein Fünftel des Bremswegs eines Autos bei gleicher Geschwindigkeit. Um zu bremsen, werden zwei Platten gegeneinander gegen den I-Beam gepresst. Sie erzeugen dabei eine Kraft von 2 kN, was der Gewichtskraft von 2 ausgewachsenen Gorillas entspricht. Durch ihr redundantes Design bringt die Bremse selbst in einem Ausfall aller Batterien zu einem sicheren Stillstand. Mit ihrem Mechanismus ist sie außerdem das einzig bewegliche System im Pod. Die Batterie versorgt den gesamten Pod mit Energie. Ihr Aufbau wird eigens genau für die Anforderungen des Pods designt. Dabei wurde das Optimum von Gewicht zu Leistung erarbeitet. Da die Batterie sehr viel Energie speichert und dies verheerend wirkt, wenn sie unkontrolliert freigesetzt wird, wurde zur Sicherheit ein System entwickelt, welches jede einzelne der 144 Batteriezellen konstant überwacht. Die Spannung, Temperatur und Strom der ganzen Batterie werden überprüft und bei einem problematischen Wert das Hochvoltsystem abgeschalten. Dafür wurden mehr als 7000 Zeilen Code geschrieben. Mit einer Batteriespannung von 600 Volt ist die gesamte Spannung 1,5 Mal so groß wie in einem Elektroauto. Die Vehicle Control ist das Hirn des Pods. Sie überwacht den Zustand des gesamten Pods. Dabei liest sie Sensordaten zu Temperatur, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Lage aus. Mit Hilfe dieser Daten steuert sie eine völlig autonome und sichere Fahrt. Dabei erteilt sie den anderen Subsystemen die nötigen Befehle, um eine Fahrt erfolgreich durchzuführen. Sie bekommt auch Rückmeldung von den anderen Subsystemen und koordiniert im Fehlerfall die Reaktion. Um Live-Sensordaten zu übertragen, nutzt sie das Internet, um mit einem Control Panel zu kommunizieren. Dies lässt auch die Steuerung des Pods von außen zu. Für Swissloop geht die Reise nach dem Focus-Projekt weiter. Im Juli haben wir die Möglichkeit, unseren Pod an der European Hyperloop Week zu demonstrieren. Dabei treffen sich Studententeams aus der ganzen Welt, um sich eine Woche lang über ihre Ideen und Entwicklungen zum Hyperloop-Konzept auszutauschen. In einem Design- und Showcase-Wettbewerb streben wir dabei außerdem den Gewinn von mehreren Engineering Awards an. Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne unsere zahlreichen Sponsoren. Sie haben uns sowohl mit Bauteilen als auch mit viel Know-how im gesamten Projekt unterstützt. Ein besonderer Dank geht dabei an unsere beiden Platin-Sponsoren, die ETH Zürich und die EMPA. Damit bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehen Ihnen gerne im anschließenden Live-Chat für Fragen zur Verfügung.